Der Rambo SpongeBob heißt alle Lebensformen herzlich willkommen zurück, die eingeschaltet haben im nächsten Part zu meinem Split zu SpongeBob Schwankopf, The Cosmic Shake und mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen werden. Wir haben im letzten Part die Filmstar-Welt beendet, also Karate in der Innenschaft von Bikini Bottom. Da haben wir alle Medaillons gefunden, also alle Golddoublonen und alle Kekse. Die Wildwestern-Welt haben wir fertig. Die Handschuhwelt, da haben wir momentan keine Ziele. Die ist auch fertig. Ja, da fehlt noch ein paar Golddublonen. Da fehlt uns noch Fleckchen, den werde ich offscreen noch suchen. Und hier fehlt noch Penny, fünfmal ein Penny. Was ist mit Rockbottom? Da fehlen mir noch fünf gute Nudelsterne. Sprich mit Lexi über einen Zaubertrank. Da machen wir das eben, komm. Lexis Hütte. Dann bringen wir eben nochmal die Ritterwelt hinter uns, ey. Ich hab kein, damit ich die nicht mehr machen muss. Guten Morgen, Miss Lexi. Kennt ihr vielleicht einen Zaubertrank, der einer Riesenschnecke wieder zurück zu ihrer Normalgröße verhilft? Riesenschnecke? Ich habe einen Trank für Riesenmuscheln. Aber der müsste funktionieren. Vielleicht. Bringt mir einfach die Zutaten auf dieser Liste. Das war klar. Kannst du auch einen Trank brauen, der mich wieder normal macht? Etwas sagt mir, dass du nie normal warst, Bürschchen. Du kennst dich wirklich aus. Ein extra großer, leicht gesüßter, entkoffinierter Zaubertrank für eine extra große Schnecke kommt zu. Also 7 Stück. Ja, warte mal, ich muss noch kurz mein Hemd aufknüpfen, weil es gerade ziemlich warm. Warte mal eben. Huch. Trotz Computer, Ventilator und Fenster offen, ist das ziemlich warm gerade der Nacht. Wartet mal. Ah, geh auf, du Scheißknopf. Ah. Ja, ja, ich weiß. Moment, jetzt geht's weiter. Oh, ich sehe gerade, ich muss so den Timer stellen, sehe ich gerade. So. Alles klar. Was muss ich suchen? Sammel Trankzutaten. Wo gibt es die denn? Da sehe ich schon einen. Dann gehen wir erstmal den normalen Weg. Gebutterte Seepocken. Der Zaubertrank klingt lecker. Guck mal, immer ein neues Kostüm. Was haben wir denn so Feines? Nehmen wir mal den Raincoat SpongeBob. Fischer. Fischer 5. Angriff auf den Schwamm. Erinnert mich ein bisschen an Alan Wake. Weil es gab ja damals diesen EA Alan Wake. Nicht Klon, aber Trailer, wo man Alan Wake in, glaube ich, in so einem Regenmantel gesehen hat. Apropos Alan Wake. Ich könnte mir gar nicht, glaube ich, sehr ich mich auf Alan Wake 2 freuen. Auf dieses Spiel warte ich schon seit Jahren, ey. Hoffentlich wird das Spiel auch gut, ey. Hoffentlich kann man nicht Spiel endlich mal Alice spielen, weil die Alice hat man ja im Ende von Alan Wake 1 ja gerettet. Also und unter dem Cauldron Lake, nachdem Alan Wake sich da die befreit hat und den Platz eingenommen hat. Bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht, die Geschichte, ey. Habe ich auch ein Let's Play von gemacht, das mir aber nicht wirklich gefallen hat. Das habe ich auf Konsolen mit 30 FPS gespielt. Das werde ich irgendwann nochmal nach. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen, bevor das Spiel rauskommt. Und auch zusammen mit den zwei DLCs und Alan Wake's American Nightmare. Weil das habe ich nämlich noch nie gespielt, American Nightmare. Einer der Spiele, die ich noch spielen muss. Guck mal, da hinten sehe ich einen Zaubertrank. Da ganz hinten sehe ich einen. Muss ich... Nein! Na gut, dass er mich hier rauslässt. Darum habe ich noch extra runterfallen lassen, ey. Alter, die Hose hat fast die gleiche Farbe wie SpongeBob selbst, ey. Und jetzt hätte der gar keine an. So. Meine Musik ist cool. Dieses Fantasy finde ich gut mit Hexen und so, aber im Mittelalter, nicht wirklich meins. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Wildwestern und Mittelalter hat mich halt nie wirklich angesprochen, dieses ganze Thematik.
Vielleicht bin ich auch der Grund, warum ich auch niemals in der Hände sich Red Dead Redemption angesprochen hat. Naja, mal gucken. Red Dead Redemption. Au! Was habe ich den Sound eigentlich umgestellt? Ja, ne? Ah, speichert schon, alles klar. Einstellungen, Audio, ja, habe ich. Ich habe das nämlich wieder auf die Hälfte gemacht, weil das war doch schon ziemlich laut. Ich möchte eigentlich, dass meine Stimme immer lauter ist als das Spiel. Also, das Spiel sollte immer, glaube ich, die Hälfte von der Lautstärke um die Hälfte sein. Ach, schade, ich hatte damit letztes Mal wieder da. Nein, komm schon. Shit. Oh. Okay, dann halt so. Zack. Man merkt auch, dass meine Motivation in dieser Welt nicht wirklich da ist. Naja, ich mag halt diese ganze mittelalterliche Thematik überhaupt nicht. Das dunkle Zeitalter, the Dark Ages. Kein Gelee. Irgendwie hoffe ich irgendwie, dass die ganzen Zutaten irgendwie alle auch hier sind im Sumpf. Warum sollten die Zutaten für den Hexentrank im Schloss sein, ganz ehrlich? Ich hoffe das einfach, da muss ich nicht durch das ganze Schloss durchgehen, ey. Was zum Teufel war das? Ja, ich wusste, dass das Wunschdenken ist. Natürlich muss ich durch den, durchs Schloss. Ach du Scheiße, ist hier auch noch viel, ey. Hey, das ist eine Golddublone. Da hätte es auch noch was. Ich muss den Laubgebläsehof finden, nehmen. Ich hab den gerade gesehen. LOL! Oh Mann. Was ist das gerade wirklich passiert? Ich glaube es zwar nicht, aber ja, es ist passiert. Wo ist der denn? Ich habe den gerade irgendwo, gesehen. Oder ist sie? Ah, da, jetzt sehe ich ihn. LOL. Habt ihr das gesehen? Ja, Patrick.
Das ist immer, was ich meinte, ey. Der ist komplett nutzlos. Ist das eine Pilze? Ah, ist klar. Ja, Hammer. Ich brauch das Ding wie... ich brauch den Laubgebläse wieder. Wow, Patrick, du hast es mal geschafft, mir eine Unterhose zu bringen. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich niemals von dir erwartet, dass du das mal hinkriegst. Nein! Ich bin kurz davor runtergefallen, ey. Oh, juckt das. Wartet mal. Oh, Patrick, danke sehr. Was ist mit dir los, ey? Auf einmal schaffst du das? Ich bin beeindruckt. Ich kann nicht, hätte ich niemals von dir erwartet, ey. Oh, guck mal, da ist das Rock Bottom. Der hat eine große Krabbe Pizza. Ist die Pizza super knusperig? Hat er. Ich finde cool, dass man in der Luft hier nochmal einen Sprung machen kann. Das ist wie mit Radley. Das ist dieser Schlangenbegleiter aus Donkey Kong Country 2. Der kann auch nochmal in Abgrund nochmal einen Sprung nach oben machen. Finde ich voll praktisch. Ich weiß, dass irgendwo in der Gegend sitzt, Richtung noch eine Golddublone war, ne? Ja, ja. Das war die letzte, oder? Nee, längst nicht die letzte. Die Welt ist viel größer als die anderen. Ich finde, das ist auch eine ziemlich beschissene. Guck mal, ich häng fest an der Wand. Die Kamera ist festgebackt. Ich kann nicht steuern. Na gut, dann kann ich auch mal was trinken eben. Geil. Da bin ich echt festgebackt. Ich kann nichts drücken. Danke. Danke sehr. Hä? Ach so, Leute, ich bin nicht festgebackt. Mein Controller ist leer. Scheiße. Ach so, na gut. Ich bin doch nicht festgebackt. Ich muss meinen Controller aufladen. Was läuft denn da? Na gut, dann können wir eigentlich mal von die Welt beim Anfang an starten eben. Und so ziehen unsere tapferen Ritter wieder von dannen ins Weltreich. Perla ist nicht länger Prinzessin des Walds, aber in diesem Reich gibt es weitaus mehr Feste. Diese Wolken sind so flauschig und sie schweben genau wie ich. Ein bisschen an die Rainbow Road, ne? Aus Mario Kart. Das muss ich auf jeden Fall machen, weil ich muss echt wissen, wie das aussieht, wenn man Gary wieder klein macht.
Oh, das war sehr knapp. Papa, 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 da, 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 da. Schade, da habe ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da war eine Golddublone. Ja, wie komme ich da hin? Nochmal neu starten. Da war eine Golddublone. Die habe ich genau gesehen. Scheiße, da war die Wolke vorbei. Ach ja, shit. Kacke. Muss ich mal ein bisschen alles hier im Blick behalten, ne? Gucken, ob ich... Oh nein, 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 SpongeBob! Oh Gott! Was war das denn gerade, ey? Shit. Das ist sowas, ist für Jump'n'Runs nicht mal wirklich ausgelegt, die Steuerung. Nee. Ich mochte diese Halfpipes in den Spielen auch nie wirklich. Ich mag das. Okay, ich mag die lieber als dieses scheiß Pferd, ey. Also viele Neuerungen, die in Cosmic Shake mag ich halt gar nicht, ne? Das ist halt Geschmackssache. Ich finde die Pferdsteuerung auch ziemlich schwammrig. Oh. Ah, oh, ne. Kann ich da hin? Ich guck die ganze Zeit schon, ob ich irgendwo lang muss, um. Da! Ha! Ich hab's! Golddublone! Ja, ich auch. Man kann viel mehr Golddublonen einsammeln, als man braucht, ne? Ja. Ja, kann man auch. Kostüme kann man eigentlich schon früher freischalten. Oder vielleicht gibt es ja auch so eine Zusatzfunktion, so eine Zusatzkategorie noch mit Kostümen, die dann auftaucht, wenn man alle gesammelt hat. So diese super duper ultra mega Kostüme. Da ist gerade irgendwas Gigantisches kaputt gegangen, ey. Boah, Alter. Prinzessin Perla. Oh Gott. Da bin ich. Oh Gott! Alles klar. Ich gucke mich auf jeden Fall schon einigermaßen um. Shit, ich hab gedrückt. Ja, ich hab gedrückt.
Shit. Ich darf dich wirklich nicht aus den Augen lassen. Nein, nee. Scheiße! Ich mach danach mal ein kleines Päuschen hier nach, ey. Ich kann nur so viel von der Ritterwelt ertragen. Klingt voll wie die Hölle. Okay, so. Boah, da bin ich weitergesprungen. Dann gäb's aufgespießten Schwamm. Ich dachte, ich kann da drauf. Alter, ich mache immer so einen riesigen Satz mit meiner langen Zunge, ey. Lieferung kommt. Was ist das denn? Ist das eigentlich? Das ist da, wo SpongeBob sich den Arsch bricht, ne? Mit dem Eisern im Hintern. Oh Mann, das juckt ja grauselig. Mit dem Eisern im Po. Wofür sind beste Freunde denn da? Der eiserne Po, ey. Na komm, sollen wir auch mal hier rumzuhantieren und beenden jetzt mal das Level hier. Also diese lange Zungenrutschpassage hier. Es gibt ja auch ein Achievement, wenn man die Kuchen an bei Prinzessin Perlas Pyjama Party verteilt, ohne Schaden zu nehmen. Ich glaube, das sind echt so Sachen, du musst dir wirklich die ganzen Sachen angucken und dann mehrere Save States anlegen. Also Speicherpunkte, damit du wirklich alle Achievements tun kannst. Wenn man das wirklich machen will. Also ich will es nicht machen. Ich will einfach nur das Spiel spielen und dann mal meinen Spaß haben. Hey, ich habe auch gute Stelle, das jetzt in dem Let's Play, genau. Den Part an der Stelle hier zu beenden, Leute. Da, wo auch die Gaming-Session gestern angefangen hat. Bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Und toll, wie seid ihr nächstes Mal auch wieder dabei. Immer ein Let's Play zu SpongeBob Schwankopf mit Cosmic Shake mit eurem Dagevian.